Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Da wir die Flächennutzungsplanänderungen im Ausschuss bereits diskutiert haben, ist der Beratungsbedarf hier im Plenum jetzt gering. Wir haben aber trotzdem Informationen aus den Bezirken, die neu sind, und wollen deswegen auch, weil es jetzt eine Einzelabstimmung beantragt wurde von den Linken, noch mal kurz unsere Punkte darstellen. Die Flächennutzungsplanänderung in Lichtenberg, Karlshorst, Waldorfallee ist unseres Erachtens nach unbedenklich bzw. begrüßenswert. Kritischer sehen wir hingegen die Flächennutzungsplanänderung westlich Emmaus Kirchhof unter Punkt 2. Beim Verzicht auf die Planung sind hier eine geringere Bodenversiegelung und ein konsequenterer Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Klimafunktion zu erwarten. Des Weiteren war für uns nicht zu erfahren, ob über eine alternative Nutzung beispielsweise als externe Erweiterungsfläche für den islamischen Friedhof am Columbiadamm diskutiert wurde, der ja dringend einer Erweiterung bedarf. Insofern haben wir uns die Frage gestellt, warum nicht einen Friedhof weiter nutzen, wenn er als solcher schon ausgewiesen ist und auch gebraucht wird. Punkt 3, die Schöneberger Linse. Aus der BVV Tempelhof Schöneberg erreichten uns Informationen, dass die vorliegenden Flächennutzungsplanänderungen deutliche Abweichungen von dem in einem Werkstattverfahren erarbeiteten Konsensplan vorsieht. Die am Werkstattverfahren Beteiligten kritisieren, dass Abweichungen entschieden würden, ohne die Ergebnisse des Konsensplans zu berücksichtigen. Darin beruht hier auch unsere Hauptkritik. Bürgerbeteiligung, gerade auch auf bezirklicher Ebene, muss weitgehend auch ernst genommen werden. Aus der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung in der BVV Tempelhof-Schöneberg wurde an uns herangetragen, dass es eine weitere Diskussion zu städtebaulichen und verkehrsplanerischen Änderungen zur Gleislinse bedürfe. Zudem sei die jetzige Vorlage laut unseres zuständigen Bezirksverordneten, ich zitiere, eine weitgehend investorengetriebene, die einer nachhaltigen Entwicklung der Linse nicht zuträglich sei. Was es braucht, ist ein von der bezirklichen Ebene geführter Prozess zur Überarbeitung des Masters bzw. Konsensplans für die Schöneberger Linse sowie des entsprechenden Bereichs Entwicklungsplans. Zitat Ende. Aufgrund dessen werden wir uns an dieser Stelle hier enthalten, da ansonsten aus unserer Sicht keine Gründe für die Ablehnung der Umwandlung von Kern in Mischgebiet besteht. Auf die Flächennutzungsplanänderung in Adlershof zur Nachnutzung des Betriebsbahnhofs Schöne Weide in Treptow-Köpenick, die wir ebenfalls kritisch sehen, da die bezirklichen Ausgleichsmaßnahmen noch nicht gesichert scheinen und die Artenvielfalt von Flora und Fauna extrem hoch ist, gehe ich jetzt aus Zeitgründen aber nicht näher ein. Die Flächennutzungsplanänderung in Berlin-Buch an der Karower Chaussee möchte eine Umwandlung von einer Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil in Sonderbaufläche mit gewerblichem Charakter. Ich möchte vorausschicken, dass wir als innovations- und technikaffine Fraktion einen wissenschaftlichen Campus mit gewerblichem Charakter grundsätzlich begrüßen. Dennoch divergieren hier verschiedene Grundsätze, die einer genauen Abwägung bedürfen. So gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sich auf der dargestellten Baufläche westlich der Karower Chaussee sowie im Bereich der ehemaligen Bahntrasse vorkommen, besonders bzw. streng geschützter Arten nach Bundesnaturschutzgesetz befinden, unter anderem auch Reptilien- und Vogelarten. Des Weiteren gibt es auf der Teilfläche Frei- und Grünflächen und auch Lebensräume für geschützte Arten, die dort beeinträchtigt werden können. Neuversiegelungen und so weiter finden dort auch werden dort vermutlich auch stattfinden. Also die sind zumindest zu befürchten. Zudem aber bin ich der Meinung, dass es noch einen gravierenderen Punkt gibt, der die Vorlage zur Beschlussfassung ausführt, und zwar die Stellungnahme zum Tierschutz und zur Ablehnung von Tierversuchen.
Die ist hier zu entnehmen. Die Ablehnung eines Laborgebäudes auf dem Campusgelände als medizinische Versuchseinrichtung soll im Rahmen eines Flächennutzungsplanverfahrens nicht berücksichtigt werden. Da bin ich allerdings völlig anderer Meinung, denn natürlich kann das Abgeordnetenhaus als Station des Verfahrens durch einen Verzicht auf die Flächennutzungsplanänderung schon im Vorfeld ein politisches Zeichen setzen, wenn es denn den politischen Willen dazu aufbrächte. Vielen Dank.